Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade in Düsseldorf am Flughafen. Das ganze Team und ich fliegen jetzt wieder zurück nach Dubai. Wir nehmen euch einfach mit, die kleine Reise und die ersten paar Tage vielleicht auch noch in Dubai. Deswegen, Freunde, checkt das aus. Wir sehen uns. Baby, come to Dubai. Was geht ab, Freunde? Wir sind ein bisschen zu spät angekommen. Gegen 1 Uhr oder so waren wir erst hier. In unserer Wohnung, haben uns jetzt erstmal Acai Bowls bestellt, wir müssen erstmal natürlich ein bisschen tanken und ja, ich würde einfach mal sagen, weil wir gestern nicht filmen konnten, werden wir erstmal anfangen mit einer kleinen Roomtour. Mir haben schon ein oder andere Leute geschrieben bei Instagram, wo ich eine Story gemacht habe, ey, machen wir eine Roomtour, alles klar, dann machen wir eine Roomtour. Let's go, checken wir erstmal ab, gehen wir einmal rein hier ins ersten Room, bei Franz, er ist hier schon fleißig am Arbeiten, guckt ihn euch an. In voller Pracht sitzt er hier. Passt, reicht. Passt, wackelt, hat Luft, geht auch. Kommen wir hier. Das ist mein Zimmer, gehen wir gleich rein. Ich glaube, Charlene ist da noch sich am fertig machen oder so. Hier, Living Area, ganz entspannt. Wohnzimmer, wie gesagt. Hier werden wir einfach arbeiten und so weiter und so fort. Ihr seht schon, die Leute haben sich hier schon bereit gemacht. Bisschen mit Max hier, Max da. Dann haben wir auch hier unseren Balkon. Wo es natürlich ein bisschen problematisch ist, rauszugehen bei 40 Grad. Denkst du, gehst in die Sauna rein, Kamera beschlägt gleich bestimmt sofort. Aber auch ganz entspannt hier. Für die Leute, die fragen, wo es ist. Wir sind im Horizon Tower in Dubai Marina. Ist ganz nice. Ganz entspannt, sind ziemlich zentral. Brauchen einfach nur runtergehen, ein Taxi rein. Wir können sofort rausfahren, sind in keinem Stau gefangen. Wenn ihr in Dubai schon mal wart, kennt ihr das Problem. Wenn ihr in Downtown oder deep in Marina drin seid, seid ihr immer im Stau gefangen. Wir haben nicht das Problem, wir sind in einer guten Lage. So, gehen wir mal weiter durch, schauen wir uns mal weiter an, was wir hier so haben. Gehen wir hier durch, hier, der will gerade auf Toilette gehen, vor Kacken geht's hier. Schauen wir noch einmal rein. Das ist eine Gästetoilette, hier haben wir unseren Waschraum, auch ganz entspannt, mit unseren ganzen Koffern und so weiter und so fort, auch ganz easy. Dann gehen wir weiter, hier haben wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, Minibar. Hier Küche. Ganz entspannt in der geilen Theke, sieht ganz geil aus. Da haben wir noch die Tüten von Deliveroo. In Dubai gibt es keine Mülltonne. Du hast Mülltüten, nimmst die, schmeißt einen Schacht rein, fertig ist. So, kommst du hier durch. Haben wir noch zwei Zimmer. Hier einmal vom lieben Philipp sein Zimmer. Wie gesagt, auch ganz entspannt, ganz easy. Dann haben wir hier noch Pano sein Zimmer. Ist auch mäßig fast genau das gleiche, ganz entspannt. Und hier nochmal ein Badezimmer mit Dusche und so weiter und so fort, Freunde. Also. Im Endeffekt eine geile Wohnung, 200 Quadratmeter plus, sehr, sehr nice, reicht für mich und mein Team, reicht zum Grinden, reicht um eine geile Zeit zu haben, reicht um nice zu leben, Freunde. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal, essen jetzt die Acai Bowl und dann würde ich sagen, wir bewegen uns ins Fitnessstudio. Ja, wir gehen einfach mal ein bisschen pumpen, aber noch muss ich euch mein Bedroom zeigen. Nein? They say time heals. She can't see her life without me. She's so blasted. Fuck that nigga. You can tell him that you must still. And she don't wanna go to sleep. She angry. Lately she been noticing. In Dubai verbringt man mehr Zeit im Aufzug als mit seiner Familie. Muss ja auch immer mit einberechnen. Ist ziemlich schwierig hier, wenn du irgendwo im 50. Stock wohnst. Also, so machen. Shit, Digga. Aber so muss. Wenn du nicht mindestens einmal am Tag so aussiehst, dann fehlt dir was zu trauen. Wir machen das nicht, um gut auszusehen. Seht, das interessiert mich nicht. Damals war ich Bodybuilder, heute interessiert mich nicht, wie ich aussehe. Hauptsache, hier funktioniert alles richtig. So, Freunde,
aus dem Fitnessstudio auf in die Dubai Mall. Mal gucken. Heute ersten Tag machen wir einfach ganz entspannt. Ich denke, wir gehen in Texas de Brasil was essen und dann Trove the Pfeife rauchen oder so, oder? Was denkt ihr? Ich denke auch. Ja, man sieht. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Ja, soll man sonst so großartig so sagen, außer dass ich damals broke war und ich mir jetzt so einen Lifestyle leisten kann. Das kann ich aber nur appreciaten, weil ich mal broke war. Also, ja, was soll ich sagen, Digga? Hört ihr? Macht Spaß, ist okay, Digga. Aber ist nicht das Wesentliche im Leben. Das, was eher geil ist, ist diese Freiheit, dass man hier sein kann, in Dubai zum Beispiel, die geilen Restaurants besuchen kann, geiles Essen, einfach Freiheit, finanzielle Freiheit, Ortsunabhängigkeit und so weiter und so. Das ist einfach im Endeffekt das alles, was wichtig ist. Das ist geil, ja, aber das kommt immer nur mit, okay, fuck you money. So, okay, ich habe so viel Kohle jetzt, ich werfe das einfach so gesehen weg in dem Sinne und erfüllt mir einen materialistischen Traum oder was auch immer. Dafür ist es gut, aber ansonsten, Leute, ihr solltet euer Glück nicht von sowas abhängig machen. Wenn ihr nach sowas nur strebt, aber nicht nach Freiheit oder euren Liebsten etwas Gutes zu tun, dann wird eure Motivation auch nicht lange anhalten und ihr werdet einfach nur in Zukunft enttäuscht und ihr werdet auch nicht glücklich werden, wenn ihr davon euer Glück abhängig macht. Ganz einfach spielen. So, und deswegen sehen wir uns jetzt in der Dubai Mall wieder. Jetzt ist mir hier wie immer bei Trove, dem besten Laden meiner Meinung nach, was Shisha, Getränke, Chillen, Desserts und sowas angeht. In Dubai ist auf jeden Fall immer noch der geilste Laden. Ja, wir chillen einfach ein bisschen, lassen den Abend ausgehen. Wie gesagt, heute ein bisschen ruhig, lange geschlafen, vom Flug gestern und so weiter, noch ziemlich kaputt, ne? Ja, Digga, was soll man sonst noch sagen? Mal gucken, was morgen so abgeht. Vielleicht haben wir geplant, vielleicht schauen wir uns ein paar Autos an. Vielleicht gehen wir in den einen oder anderen Uhrenladen oder sowas. Wird mal Zeit, wieder ein bisschen seine Währungen zu diversifizieren, würde ich mal sagen, ne? Wie jetzt die Leute das nennen würden, die immer eine Rechtfertigung wollen, warum man ein Auto oder was auch immer kauft. Ja, ganz einfach, Freunde. Deswegen, gönnt euch den B-Roll, gönnt euch weiter in den Vlog, mal schauen, was noch kommt. Let's go! So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Gestern haben wir doch nichts mehr gemacht und zwar waren wir einfach kaputt. Wir hatten schon 1 Uhr oder wie viel hatten wir? 1 Uhr ungefähr, ja. Ja, wir haben jetzt, 13.40 Uhr, wir haben schon ein bisschen gearbeitet, wir haben schon ein bisschen Shit gemacht, ein paar Sachen organisiert, getalkt, bla bla bla, Calls gemacht und so weiter und so fort, ein bisschen was ausgeplant, Kaffee ist auch schon gleich drin. Ja, heute, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich was essen, gehen zu Labo, ist ein geiles Restaurant, kann man so geile Toast sich holen und so weiter und so fort. Danach werden wir uns wahrscheinlich ein paar Autos anschauen. Warum genau, erzähle ich euch nachher nochmal. Seid einfach gespannt, mal schauen, was heute so abgeht. Brand! Oh, warte. Videos schneiden. Die ersten paar Sekunden sind fertig und so sieht's aus. Komm, zeig mir mal eine kleine Teaser. Beziehungsweise Upcoming-Unternehmer verfallen in die Arbeitssuche. Jeder kennt dieses Thema, weil es bewusst genutzt wird, dass ihr Menschen nicht. Das wird in Englisch üben wir noch, ne? Upcoming schreiben wir mit einem N. Üben wir noch. Aber sonst, die Gute auch schon sehr, sehr viel besser geworden, ne? Ja, klar. Heftig, Digga. Überlegt euch, Leute, und das alles auch, wie man das alles macht. Auch einfach in der SDA drin, einfach so Snack, damit die Leute lernen können, damit die Leute einen weiteren Skill lernen können, sich eine Reel-Agentur aufbauen können oder für andere Leute Reel schneiden, eigene Nischen-Pages aufziehen, Reichweite generieren, mit der Reichweite dann letztendlich machen können, was sie wollen, Shoutouts verkaufen, Affiliate, was auch immer, Freunde. Deswegen, ganz easy game. So, Freunde, wir starten. Sergio of Golden Green, keine Werbung, aber sehr, sehr nice Parfüm und immer Jeremy Fragrance wird mich jetzt haten, weil er sagt, hier bei den Pulsadern, damit das pulsiert, der Geruch rauskommt und so weiter und so fort. Aber ich möchte mir einfach nicht diese Stoffe, welche auch immer da drin sind, auf die Haut machen.
Weil ihr kennt selber, kennt ihr die Leute, die so viel Parfüm benutzen, dass sie schon graue Stellen überall kriegen? Möchte ich nicht haben. Ich möchte noch ein gutes, langes Leben leben. So. Das Auto, ich mal kurz zeigen hier. Schaut es euch an. Das ist ein neuer Daily für ein paar Tage. Wie gesagt, ich bin auch eigentlich gar nicht der Typ, der jetzt in Dubai Auto fährt. Das ist eigentlich übelst unnötig. Oder? Was soll ich sagen? Dubai Auto fahren ist eigentlich übelst unnötig. Das Problem ist einfach, übelster Verkehr und du könntest beim Autofahren, könntest du theoretisch gesehen ja ein paar Sachen machen. Wenn du eine Stunde im Stau stehst oder so, könntest du am Handy irgendwas machen, scheißegal. Also. Aber, weil wir jetzt wahrscheinlich uns ein Haus hier in Dubai zulegen und ich plane meine Mutter und meine Oma hier für eine längere Zeit hinzuholen, brauchen wir ein Auto. Meine Mutter und meine Oma können kein Englisch, die werden mit dem Taxi und überall werden die nicht klarkommen. Auf gar keinen Fall. Das heißt, wir brauchen einen Daily. Mal gucken, was es wird. Wir werden vielleicht ein paar Autos heute anschauen gehen. Mal schauen, was es wird. Wir haben ein paar Sachen so im Kopf. Aber mal gucken, Digga. Mal schauen, was kommt. Gut. Geh mal nach hinten. Geh mal nach hinten. Man muss einfach immer die Musik ausmachen, wenn man irgendwas sagt. Wegen Copyright und so ein Scheiß, Digga. Also, ich würde gerne mal ein paar Lieder nehmen von UFO, Luciano oder so. Also Leute, wenn ihr Bescheid wisst oder Kontakt zu denen habt, schreibt die an, sagt, ich würde gerne deren Lieder in meinen Videos benutzen. Okay. Aber erstmal ein Snack, ne? Erstmal ein Snack. Ja, Digga. Erstmal zu Lavo! Lavo! Berlin wird jetzt sagen, das heißt Lavo. Und die sagt Al-Abo. Das heißt Lau. Al-Abo. Was liebt denn da? Und der Avocado. 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 Kannst du nicht austreten, ne? In Dubai kannst du einfach nicht das Auto komplett ausfahren. Das heißt, theoretisch gesehen ist sowas so unnötig. Das beste Auto für sowas ist ein entspannter SUV für Dubai. Ist ein entspannter SUV oder so eine S-Klasse oder sowas. Oder so ein Rolls-Royce Drop-Top. So, weil du kannst halt einfach nicht das Ding ausfahren. Das ist das Problem. Und das ist wie, als ob du einen Löwen oder einen Stier in Käfig einsperrst, dasselbe, ne? Ganz im volles Potenzial nicht entfachen. Das ist wie, wenn du in der Arbeitswelt tätig bist. Als normaler Mann, ja, du kannst dein volles Potenzial nicht entfachen, weil du bist getrackt mit dem Mind. Ja, ich weiß es. Blitzer! Aufpassen, Freunde! Das ist das, was ich meine. Egal, wie lange du in Dubai bist, Digga. Bis du die Straßen, die alle auswendig kennst, crazy. Hat schon lange gedauert mit der Mall, bis du dich da drin auskennst, Alter. Und jetzt noch mit den Straßen, ist crazy. Aber kurz für euch, Dubai ist im Endeffekt eine ganze Autobahn, einfach nur geradeaus. Sie geht, keine Ahnung, 40 Kilometer lang oder so, einfach nur geradeaus. Und dann hast du halt deine Ausfahrten da, wo du halt hin möchtest, ne? Da, wo du halt hin möchtest. Genau, wie jetzt hier zum Beispiel, biegen jetzt ab nach rechts und dann sind wir irgendwo in einem Bezirk. Und fertig ist. Und auch ein Thema, was ich mal ansprechen wollen würde gerne. Ihr habt wahrscheinlich schon Charlins Outfit gesehen. Sie hat einen Rock an. Und ich habe da viel Rumors gehört, beziehungsweise auch letztens im Video, wo ich im Stream darauf reagiert habe, mit Dubai-Propaganda. Ich hatte einen Rock an, was über meinem Knie ist. Ich habe eine rote Karte gezeigt bekommen und so. Das ist alles Gelaber, Freunde. Alles extra so, dass ihr denkt, dass du hier kein Recht hast, arabisches Land, bla, bli, blub. So, fertig ist. Freunde, hört nicht auf so einen Scheiß, bildet euch immer eure eigene Meinung. Ganz einfaches Spiel. Hört nicht einfach nur darauf, was die anderen Idioten sagen und was auch die Journalisten da babbeln. Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, die Journalisten sind Soldiers of the Matrix. Oder, Freunde? Yes. Wie würdet ihr das nennen? Ja, come to Dubai, Habibi, and build your eigene Meinung. Yes, kann. Gut. Kurze Story, da wo wir jetzt hingehen, damals, wo ich 19 war, bin ich das allererste Mal, wo ich auch nicht richtig Kohle gemacht habe, dachte, okay, ich will nach Dubai, ich will das einmal sehen. Bin ich das allererste Mal komplett alleine, auf mich alleine gestellt, hier nach Dubai geflogen. Und ich hatte gar keine Ahnung von nichts und ich war auch noch so, was soll ich sagen, so low-key schüchtern, sage ich mal. Dass ich mir auch so, ich war gar nicht so, ich hatte gar keine Ahnung von nichts, dass Taxis so billig sind, du kannst sie einfach rufen mit der App Uber oder was auch immer, Kareem, irgendwas, wusste ich nicht. Hatte ich am ersten Tag 35.000 Schritte, bin irgendwie 35 Kilometer oder so zu Fuß gegangen. Und das allererste, wo ich war, war Lavo, da wo wir jetzt hingehen. Und dann saß ich da alleine und ich habe schon noch ein Bild geschickt. Erinnerst du dich, Baby? Ja. Das war krass, Digga. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, Digga, so schnell geht die Fliegenzeit, ne? Ja,
jetzt leben wir hier, Alter. Mit Heft, Digga. Crazy, 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 Digga. Hätte ich niemals gedacht, aber alles im Leben kommt so, wie du es dir nicht denkst. Du kannst dir Pläne machen und so weiter und so fort, aber letztendlich musst du Aktion, Reaktion, musst schauen, was passiert in deinem Leben und wie kannst du darauf das Beste so gesehen formen oder wie kannst du die besten Lessons draus ziehen und so weiter und so fort oder am besten darauf aufbauen. Das ist das, was du tun musst. Baguette mit Chicken und Avocado. Immer wenn ich an Dubai gedacht habe, habe ich an dieses Baguette gedacht, ne? Wirklich. Ich freue mich. Wie gesagt, das allererste Mal, als ich in Dubai war, war das erste Mal, wo ich was esse, mal hier. Hier sieht man noch, hier war ich am Flughafen, war ich hier in meinem damaligen noch Hotelzimmer. Und hier das allererste Bild, hier, 5. November, Tag mit dem Toast bei Lab. Und jetzt sind wir wieder hier. War ein Zufall, Freunde. Aber es ist ein guter, ist ein guter. Kann man gut machen. Hey, Franz, wolltest du nicht ein Baguette haben? Das ist natürlich ein Toast, aber mein Toast identifiziert sich als Baguette. Identifiziert sich ja, als Baguette. Deutsche Sprache, schwere Sprache, muss man noch üben. Richtig, deswegen sind wir hier, genau. Geflüchtet. Na dann, so, gönnt euch. Junge. Natürlich, damit ihr alle schön Bescheid wisst, wie sich das Ganze auch alles überhaupt bezahlt. Einmal kurz hier. Wir haben gerade ein US-30 Long und ein Gold Long Trade am Laufen. Mal schauen, wie der aufgeht. Bisschen wenig Movement. In 2 Stunden ist Market Open. Ich bin auf jeden Fall auf B. Mal schauen. Vielleicht haben wir noch 150 Pips Room nach oben. Dann wird der Trade auch fünfstellig. Und ja, ich würde sagen, nächste Station, Autohaus. Bro, ich dachte, wir sind in Dubai. Hier ist ja auch so ein Versagerverkehr. Ja, Digga. Nein, das Ding ist aber in Dubai. Man sieht anhand der Autos, dass glaube ich keine Versager sind, sondern Busy-Verkehr, ja genau. Das ist BV, nicht VV. Letting it get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. I'm keeping my Jimmy on tight. I can count that shit with no eye. You kill my partner, we ride. Ich sag mal so, ne, man fühlt sich hier wie im Spielzeugladen. Das Ding ist, die Spielzeuge werden teurer. Das ist der Unterschied vom Jungen zum Mann. Ne? Safe. So. Dann habt ihr schon Favoriten? Favoriten? Ja. GT2 RS MR, Digga. Also wenn du mich fragst, hier sind viele Favoriten und... Ja, was ist denn ein Top-Favorite? Ein Top-Favorite. Boah. Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Schwierig. Echt. Ich meine, hast du ein bisschen, komm mal rüber zum Manta GT2 RS. Ein bisschen Auswahl hast du ja hier, ne? Da muss man halt auch in Betracht ziehen, welcher Wochentag, ne? Und welcher Einlass. Ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache, muss man noch üben. Ja, und deswegen, das Outfit muss ja natürlich genau, auch passen. Genau, genau. Also jetzt zu meinem Outfit würde vielleicht der Rolls-Royce passen, ja, obwohl nicht ganz. Zu meinem passenden Outfit haben wir hier leider gerade nichts auf Lager. Ja, aber sicher, Digga. Roadstanden. Wir finden gleich noch einen Standard GT2 RS. Der hat ein bisschen überall Plastik und so weiter. Aber kommen wir rüber von Mantai, die haben schon was Schönes gemacht. Und das hier ist alles Plastik. Aber Carbon Fiber is the shit. Komm mal nach vorne. Das ist ja normal alles Kunststoff, wie bei einem Dacia oder so. Aber, Digga, muss different sein. Deswegen hier alles Carbon. Sogar mit dieser GT2 RS Imprägnierung. Einfach ein Träumchen. Kurzer Zwischenstand. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Es ist schwer. Vielleicht da hinten. Passt aber auch nicht so ganz zu meinem Outfit. Ne? Muss man halt auch weitersuchen. Bei mehreren Betrachten. Doch, ist schon geil. Also, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall als Herzchen markieren, ne? Bei Favoriten sichern, sag ich mal so. Und ja, wir schauen einfach mal weiter. Den hier sichern wir auch als Favoriten. Auch ein schönes Auto. Ne? Sag mal so, du hast da drin eine Shisha-Bar, ne? Put that boy right on. Auch diese gelben Details. Soll ich meine Mutter mit meiner Oma in so einem Ding rumschicken oder? Na, seid ihr nicht fündig geworden? Nee, leider nicht. Heute nicht. Vielleicht. Wir gehen jetzt noch in einen anderen Laden. Dann gucken wir mal weiter. Franz, wo sind wir gerade? Wir sind jetzt im GTA. Ne?
ist es natürlich schwer zu unterscheiden, ob es ein Spiel ist oder echtes Leben, weil das Leben fühlt sich an wie ein Spiel. Und, ja, jetzt sind wir einfach mal hier in GTA. Wir haben hier natürlich ein Problem, und zwar hier sind zu viele Autos und der Besitzer, oder ich weiß nicht, ob das ein Besitzer ist, auf jeden Fall findet er selber nicht mal sein eigenes Auto, was er verkauft. Da müssen wir erstmal suchen, was man hier für Probleme hat. Ne? Kurze Rückmeldung, ich habe immer noch kein Auto gefunden, der zu meinem Outfit passt. Schau dir mal den i6 an, der ist schon facelift nach vorne. Ich habe gehört, das soll ein Urus-Killer sein, ne? Aber ich werde natürlich trotzdem den Urus bevorzugen. Boah, der ist geil. Das ist ja ganz neu, das Facelift, ne? Der ist Factory New, der hat noch die Folie. Oh, da drin noch schön die Folie, ne? Sowas sieht man natürlich gerne, ne? Hier noch die blaue Folie auf den beleuchteten Dinger. Schalt mal auf die Folie hier. Einfach 18. Das ist ein 8K. Das ist geil. Ja, da kannst du Blockbuster genießen. Oh. Guck mal, wie das aussieht, ey. Passt das nicht? Nee, leider nicht. Da muss man ein bisschen am Color Grading arbeiten, ne? Dann wird's passen. Auch schönes Ding. Schönes Ding. Auch Favorite. I call this Cappuccino. Ja, da muss man Dings, da muss man gleich einblenden, weißt du, von dem einen, der das gesagt hat. That Cappuccino. I call these Cappuccino. We the best music. I call this Cappuccino. Und Nick, wie sieht's aus? Stand der Dinge, bist du fündig geworden? Nein, noch nicht. Die haben leider schon den da hinten, guck mal, siehst du den da, den Grand? Der war sehr, sehr nice, aber der wurde gerade schon verkauft. Aber der meinte, der kriegt am Sonntag einen neuen rein. Und ja, vielleicht ist das der eine. Ne? Vielleicht ist es der, den wir wollen. Wie es aussieht, müssen wir leider zu Fuß nach Hause gehen. Shit. Mit zu gehen, deswegen fahren wir jetzt einfach mit dem Urus weiter. Eine Minute Chart hat gegen den 4-Stunden-Chart und was auch immer, sage ich mal, gar keine Aussagekräftigkeit. Das heißt, wenn wir uns jetzt beispielsweise hier befinden würden. So, Freunde. Und zwar habt ihr gerade gesehen, wir haben ein bisschen was natürlich eingeblendet, ein bisschen was recorded vom Call. Hatten gerade einen Team-Call gehabt. Ihr seht, Drift out, bisschen entspannt angezogen. Wir setzen uns jetzt gleich nur noch Smokey rein. Das war's auch für dieses Video, Freunde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gönnt euch jetzt noch die paar Clips, die wir von Smokey einfügen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. I wish that we can change places. Don't want no new faces. She got my heartbeat racing.